Hallo. Guten Tag, ich bin Anna Weber, spreche gerade mit der Herr Hausmeister. Ja, Herr Hausmeister hier. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Wahnsinn. Heute geht's wieder weiter. Und zwar mit dem Herrn Hausmeister. Ich habe euch heute wieder ein kleineres, längeres Telefonat mitgebracht. Mit einer Betrügerin, die ziemlich lange braucht, um zu verstehen, dass sie hier bei uns wohl kein Geld bekommen wird. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Betrugsversuch. Ich begrüße Sie, mein Herr. Ich rufe Sie heute an, aufgrund einer Nachforschung, was Sie zuletzt gemacht haben über Online-Trading. Ich weiß es nicht, ob Sie daran erinnern. Was? Erinnern Sie sich an eine Nachforschung, was Sie zuletzt gemacht haben über Online-Trading? Nee, wieso? Okay, wir bekommen heute eine Nachforschung mit Ihrem Datenerhalt. Deswegen rufe ich Ihnen heute an, nur ein paar Informationen mitzuteilen. Haben Sie ein paar Minuten? Ja, was möchten Sie denn? Wir möchten Ihnen nur ein kurzes Information darüber geben, der Herr. Nichts anderes. Wenn ich fragen darf, haben Sie schon mal eine Erfahrung gehabt mit Online-Trading, oder? Nö. Nicht, okay. Das geht um Online-Handel, wie Kryptowährungen, Forex, Aktien, Indizien und Rohstoffe. Haben Sie schon mal gehört? Nee. Hallo? Hallo? Ja, haben Sie schon mal über Online-Trading gehört, Herr? Nee, was ist das? Nicht. Das ist eine Plattform, wo man Geld verdienen kann über die Börse. Das ist eine gute Möglichkeit für Sie, so können wir Geld machen. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Sie reden ja nur okay. Nicht. Okay. Daher, Sie werden die Zeit haben, uns zu testen und wenn Ihnen gefällt, dann gehen wir dann weiter. Sie können mit einer kleinen Summe anfangen und alles mit dem Broker machen. Wir lassen Ihnen nicht allein. Wenn Sie keine Erfahrung haben, stellen wir Ihnen einen Expert-Broker zur Verfügung und er macht eine kurze Schulung in verschiedene Richtungen, damit Sie alles über Börse wissen. Ist das okay für Sie? Ja. Okay. Ich verbinde Sie jetzt mit dem Expert. Nur ein kurzes Moment, bitte. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo, einen schönen guten Tag. Larissa Hoffmann ist mein Name. Larissa Hoffmann ist also jetzt am Apparat. Also erstmal schon interessant, dass die komische Betrügertante mich hier gleich mehr oder weniger zum Beginn des Gespräches weiterleiten muss an irgendeinen angeblichen Experten. Nur irgendwie kommt mir die Stimme von dem Experten sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ich glaube, die hatten wir hier schon ja im Auftrag von irgendwelchen anderen Betrüger-Callcentern und auch nicht als Experte. Nun ist sie wohl mittlerweile Expertin geworden. Wahrscheinlich, weil das Callcenter noch immer nicht geschlossen wurde. Und naja, dann kriegt man wohl als Bonus irgendwann einen anderen Posten, damit man mal ein anderes Skript vorlesen kann. Sie scheint jetzt hier eine von den Unterrichtslehrern der Betrüger zu sein, denn sie greift jetzt hier ein, wo die andere Betrügerin nicht weiter weiß und ist angeblich hier schon Expertin. Komisch. Vielleicht wisst ihr ja noch, in welchem Video die nette Tante hier zu hören war. Schreibt's mir gerne mal mit einem Link in die Kommentare, sofern ihr dazu was habt. Finanzielle Experten hier. Also, Sie haben gerade eben mit meiner Kollegin geredet und sie hat mir erzählt, dass sie mehr über Investitionen erfahren wollen, ja? Was? Sie wollen mehr über Investitionen erfahren? Ja. Ja, super. Sie haben, ich denke, vielleicht von Bitcoin gehört? Nee, was denn das? Also Bitcoin ist momentan die leistungsstärkste Kryptowährung. Was ich mit leistungsstärkste meine, ist eine Kryptowährung, für den es momentan super läuft. Der Preis von einem Bitcoin kostet momentan 32.784 Euro. Es ist gesunken, wenn wir das vergleichen mit was wie der Preis 2 Monate her war, aber momentan steigt es erneut. In den letzten 7 Tagen ist es auch mit
2,23% gestiegen. Was wir dir raten, ist momentan diese Informationen auch für sich selber so zu nutzen und zu schauen und auch Gewinne so zu machen. Wenn ich fragen darf, was für einen Beruf haben Sie? Was ich beruflich mache? Mhm. Ja. Wieso? Um zu sehen, ob Sie so in den Bereich von Wirtschaft auch tätig sind oder nicht. Was? Ich habe Sie nicht verstanden. Sie nuscheln so beim Reden. Ob Sie so in den Bereich von Wirtschaft auch tätig sind, weil vielleicht haben Sie Kenntnisse so oder können das auch so Investitionen zum Beispiel in Aktien oder Indexen machen, aber so Kryptowährung ist dann etwas Neues. Oder haben Sie gar keine Erfahrung über gar keinen Bereich? Nee, gar keinen Bereich. Über Erfahrung habe ich nicht, nein. Und Ihr Job hat gar nichts zu tun mit Wirtschaft oder Investitionen? Nee. Nein? Nee. Wieso reden Sie so denn? Wieso? Sie haben mir doch eine Frage gestellt und ich habe geantwortet. Es ist sehr komisch, die Art, wie Sie antworten. Wollen Sie mich jetzt hier beleidigen am Telefon oder wie? Sie sind ja ein komisches Nein. Unternehmen. Rufen die Leute an und beleidigen? Ich beleidige dich nicht. Ja, doch jetzt schon wieder. Seit wann sind wir denn beim Du? Entschuldigung, dann Sie. Ja. Also, was ich dir biete, momentan ist eine Möglichkeit, in den Bereich von Krypto anzufangen. Kryptowährungen sind digitale Währungen, die Leute auch nutzen, um Kapital aufzubauen mit der Zeit. Hm. Bitcoin ist nicht nur die einzige Kryptowährung, die wir bieten oder wo es sich lohnt zu investieren. Wir haben auch Ethereum, Solana, Cardano, Tronix, Binance Coin und viele andere auch Kryptowährungen. Welche Eine denn? Eine Kryptowährung wie zum Beispiel Molecular Future ist eine Kryptowährung, die auch Zukunft hat, obwohl es 0,0023 ist, hat es Zukunft zu steigern. Und das ist auch unser Job, so Währungen zu finden, die Potenzial haben, in die Zukunft zu steigern. Ach so. Ja. Ja. Ich höre meine Stimme zweimal. Ja. Wieso denn? Ja, weiß ich doch nicht. Sie rufen mich doch an. Woher soll ich denn das wissen, warum Sie sich zweimal hören? Aber da schreit doch irgendein im Hintergrund ganz schön rum. Wirklich? Ja. Dann bin ich nicht die Einzige, die Stimmen im Hintergrund hört. Ja. Das kann sein. Okay, haben Sie so Interesse weiterzumachen oder ist das eine Sache, die Sie mögen fortzusetzen oder das für sich selber zu nutzen? Ja, das hört sich gemögt an. Also wie das normalerweise funktioniert, es ist, Sie melden sich bei den Exchanger oder die Plattformen, mit denen Sie arbeiten. Und Sie machen dann eine Zahlung von einer Summe, die Sie mögen, anzufangen. Weil Sie müssen Geld, aktives Geld in einem Konto haben, um Sachen zu kaufen in den Markt. Weil nur so können Sie anfangen mit einer Investition. Was ist ein aktives Geld? Die Definition aktives kenne ich nicht. Geld. Aktives Geld ist Geld, die Sie in einer Plattform haben, die Sie nutzen können. Ach so, und was ist denn deaktiviertes Geld? Es gibt kein deaktiviertes Geld. Ach so, und weil Sie gerade gesagt haben, es gibt ja auch aktives Geld, da muss es ja auch deaktiviertes Geld geben. Ja, das ist auch nicht der Fall. Ach so. Ja. Das kann ich ja nicht wissen. Das hat ja hier meine Schule noch nicht. Kein Problem, kein Problem. Deswegen bin ich auch da. Sachen, die Sie nicht wissen, ich kann Ihnen die zeigen und auch, Sie können lernen mit der Zeit. Ja, das glaube ich Ihnen sofort.
Zahlungen können Sie machen mit Karte, mit Beweisung. Beweisung? Wie immer Sie möchten. Okay. Ja. Und was macht ihr denn da so Schönes mit? Was wir machen? Hm. Wir machen gar nichts, was Sie mit das Geld machen werden. Ach so, ja wir gut, geben das dir auch Signale. Gedacht, ja. Die geben dir Signale und sie fangen an, dann mit die Signale ins Spiel zu setzen. Ach so. Aber muss man das dann alles alleine machen, ja? Sie haben einen Expert, der zu Ihrer Verfügung steht. Ja. Und er kann euch weiterleiten und helfen. Also ist das dann sowas wie ein Haussklave, sowas wie Dobby? Haussklave? Ja. Nein. Nee. Nein, okay. Das ist eine sehr falsche Einstellung. Ach so, aber ich dachte, der macht dann alles, was ich will. Nicht, was Sie wollen, was das Beste für Sie ist. Ja. Weil Sie können zum Beispiel wollen, eine Sache zu kaufen, die gar keine Zukunft hat. Ach so. Sie sagen dir, es ist auch nicht passend so. Und wenn Sie fortfahren wollen, dann Sie können das machen. Aber dann können wir Ihnen gar nichts dann machen, wenn Sie Verluste machen. Ach so. Es ist so wie eine Leiter, die euch hilft, weil sie haben bis jetzt nicht sehr viele Informationen und auch nicht sehr viele Erfahrung. Nee. Und der Experte ist eine Leiter für sie, die euch helfen kann, ach Sachen so. Zu lernen und zu nutzen. Ja, ist nett. Und seit wann gibt es da eure Firma? Also unsere Firma gibt es seit 2009. Ach so. Und wie heißt die? Weil ich habe den Namen schon wieder vergessen. Archox. Wie buchstabiert man das? A. Hm? C. Ja. H. Ja. A. Ja. X. Ach so. Ist aber ein kurzer Name. Und der Expert kommt denn da, glaube ich, ne? Also, wenn Sie wollen, dass Sie anzufangen und ein Konto eröffnen und machen auch die erste Deposition oder die erste Transfer von das Geld. Ja. Weil der Expert muss ein Konto, die auch Geld hat, weil ohne Geld kann man auch nicht arbeiten. Man kann gar nicht in den Markt machen. So. Ja, und wie ist denn da die Frauenquote? Die was? Die Frauenquote. Frauenquote? Ja, weil Sie haben ja gesagt Expert, dann sind es ja nur Männer, oder? Weil sonst heißt es ja ExpertInnen. Was mögen Sie denn, eine Expertin oder ein Expert? Ja, das ist mir egal, mir geht's ja nur um die Frauenquote. Frauenquote? Ich kann dir gar keine Frauenquote geben. Frauenquote. Ja, natürlich. Sowas kennt man im Ausland nicht. Im deutschen, ja, Bürokratiedeutsch kennt man das schon. Naja, aber wie man hier in diesem tollen Gespräch wieder mitbekommt, es macht alles keinen Sinn. Von vorne bis hinten. Naja, und dann macht's auch nichts mehr, wenn man das Niveau von diesem Gespräch ja eigentlich noch ein bisschen runterzieht und lauter unsinnige Fragen stellt, die eigentlich kein normaler Kunde stellen würde. Aber letztendlich ist hier wieder eins klar. Das kann nur Betrug sein, denn grundsätzlich hat hier wirklich noch nicht ein Furz in dem Gespräch auch nur ansatzweise Sinn ergeben. Was nutzt dir das? So die Frauenquote? Ja, weil das weiß ich auch nicht, was das nützt, aber das ist ja hier bei uns ein Gesetz. Ein Gesetz? Ja. Was für ein Gesetz denn? Na, wissen Sie, das ist so ein Gesetz, wo, wenn Sie beispielsweise 100 Leute in der Firma haben, dann müssen das, glaube ich, keine Ahnung, so 50% oder 40% Frauen sein. Und dann ist egal, ob da die Frau, die dann an die Spitze kommt, da ist dann völlig egal, ob die doof ist oder nicht. Das geht dann eigentlich nur darum, dass die Frauenquote erfüllt ist. Okay. Ja. Das ist ein Gesetz bei uns. So funktioniert das in Deutschland? Ja, wir haben lauter komische Gesetze. Die meisten machen das keinen Sinn, komisch. Aber viele halten sich halt an sowas. Es ist auch nicht komisch. Doch, das ist schon komisch, dass man dann einfach irgendeinen da hinsetzt, obwohl er gar keine Ahnung hat. Zur Sicherheit hier nochmal ein kleiner Einspieler. Natürlich habe ich nichts gegen irgendeine Frauenquote.
Ich wollte hier einfach nur mal damit darstellen, wie unsinnig der Quatsch eigentlich ist, weil letztendlich geht's ja darum, um Leute, die was in der Birne haben und nicht einfach nur irgendwie die Statistik zu füllen. Hauptsache, da sitzt jemand, der eben die Quote erfüllt, aber letztendlich nichts Gehirn mitbringt. Ne? Das hat jetzt natürlich nichts mit Männern oder Frauen zu tun, sollte einfach nur mal so ein zusätzliches kleines Problem in unserer Gesellschaft darstellen, was wir tatsächlich wirklich haben. Das war in meiner Firma auch schon mal so. Da musste nur die Frauenquote erfüllt werden und weil wir nur eine Frau hatten, haben sie dann eine genommen, die eigentlich überhaupt nichts kann, aber naja, die wollte nicht mal selbst, aber die mussten halt die Quote erfüllen. Welche Firma waren sie denn angestellt? Teddybärenland, das ist so, da stellen wir Teddybären her. Teddybärenland? Ja. Was haben sie genau gemacht? Teddybären hergestellt? Ja, und verkauft. Da muss man mal, wissen Sie, da ist ja wie so eine Spritzdüse, wo das weiße Zeug rauskommt, ne? Und das muss man dann dem Teddybär in Popo stecken und dann werden die so aufgepustet mit dem weichen Zeug da drin. Kann man diese Teddybärs irgendwo kaufen? Ja, Teddybärland. Teddybärland? Ja. Ich hab noch nie gehört von das. Das ist ein Spielzeug, Quatschgeschäft. Okay. Ja, wie gesagt, bei uns machen ja viele Sachen keinen Sinn. Teddybärland in Deutschland? Ja. Weil in Deutschland gibt es keine Filiale von Teddybärland. Nee, ist ja auch keine Filiale. Das ist ja wie so ein großer... Ein Fabrik. Ja, und da kann man aber direkt die Teddybären kaufen, wenn man Geld mit hat. Okay. Ja. Ja, super. Sie arbeiten nicht mehr dann bei Teddybärland? Doch. Noch immer. Was? Noch immer. Ja. Das ist super. Okay, und wollen Sie, dass wir zusammen oder dass Sie mal lernen, über auch wie so Investitionen man machen kann? Oder was wollen Sie denn machen? Ich brauche eine Antwort von Ihnen. Was möchten Sie denn für eine Antwort haben? Ich persönlich, ich gebe dir nur die Informationen. Ihre Entscheidung ist dann in Ihren Händen. Ach so. Sie entscheiden selber, was die besser für Sie selber finden. Ja. Ja, und was macht man da sonst so? Muss man da sich denn auch drum kümmern und so? Muss man das dann alles alleine machen? Sie bekommen einen Experten, der immer zu Ihrer Verfügung steht. Er wird dir so eine Schulung machen. Ja. Und wenn Sie zum Beispiel denken, dass es ist eine Zeit gekommen, wo Sie das auch selber machen können, ja, und Sie brauchen den Expertens Hilfe nicht mehr, dann machen Sie selber, aber der Expert wird sich immer dann auch kümmern. Okay. Und wie funktioniert das denn? Wie funktioniert was? Na, das mit dem einen hier mit dem, wo man da so... Irgendwas habe ich da mal gehört, dass man da einen Hebel braucht und dass man da aufpassen muss, dass der nicht kaputt geht. Es ist eine Hebelwirkung oder Leverage. Der Hebel geht nicht kaputt, weil es ist kein physisches Hebel. Ach so. Es ist ein Software-Hebel. Das klingt gut. Sie können Stop-Loss und auch Take-Profit benutzen. Es sind auch zwei Funktionen, die die Plattform auch dir als Option gibt, um dir zu helfen. Ja. Zum Beispiel, wenn Sie Stop-Loss benutzen, Sie können da einen Wert zeigen, wo zum Beispiel, wenn der Wert von der Sache, die Sie gekauft haben, unter diese Summe geht, dann wird sich automatisch die Position schließen. Ach so. Oder Take Profit zum Beispiel, wenn Sie die Position in eine lange Zeit geöffnet lassen und die Graph wird dann steigen und steigt in die Maximumwert, dann wird die Position automatisch geschlossen. Wenn die Summe, die Sie wollen, sich so erreicht es. Ja. 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 Was denn?
Ja, ich brauche eine Entscheidung, ja. Ob sie weitermachen wollen oder... Wie bitte? Dann machen wir das. Sie wollen das machen? Ja. Mit Beweisung oder mit Karte? Was ist denn da besser? Mit Karte. Ja, dann machen wir mit Karte. Kommen Sie denn mit einem EC-Gerät oder wie? Mit was? Ein EC-Kartengerät. EC-Kartengerät? Nein. Sie brauchen eine Plattform, einen Exchanger. Sie können Monzi benutzen. Das ist die beste Exchanger für Karten. Da kommt die nette Tante wirklich mit dem Programm MoonPay. MoonPay haben wir hier auf dem Kanal nun wirklich schon eine ganze Weile nicht mehr gehört. Man kann sich MoonPay vorstellen wie einen Geldtauschautomat. Ihr steckt einen Schein rein und es kommt dann Kleingeld raus. So kann man das im übertragenen Sinne sich vorstellen. Nur mit dem Unterschied, dass ihr Geld in Euro oder in Dollar darauf überweist und holt dann das Geld in Bitcoin oder was es da so für Kryptowährung gibt nachher raus. Das Problem ist, dass die euch in diesem Fall hier nicht das Krypto-Wallet von euch dann gibt zum Einzahlen, sondern ihr eigenes. Oder beziehungsweise vom Chef oder von dem Betrüger-Callcenter. Und dann überweist ihr den echten Euro in Kryptowährung oder tauscht das, aber nicht auf euer Portemonnaie, sondern steckt die neue Währung, die digitale Währung, dann in das Portemonnaie von fremden Menschen. Naja, und da ist dann die Spur verloren. Tauschen die das nochmal von Wallet zu Wallet, ist die Kohle komplett weg. Da kann man machen, was man will, man kriegt's nicht mehr zurück. Davor warnt sogar MoonPay selbst, dass man hier keine fremden Krypto-Wallets eintragen sollte, wenn man sich nicht genau sicher ist, was man hier gerade tut. Denn sonst ist die Kohle schlichtweg einfach weg. Beziehungsweise weg ist es ja nicht, sondern ihr habt es einfach irgendjemandem geschenkt. Und man kann das Ganze nicht mehr irgendwie nachvollziehen oder nachverfolgen, wo das Geld hingegangen ist. Die Kohle ist einfach spurlos dann verschwunden. Und dann ist man in dem Fall tatsächlich auch selbst schuld. Man hat es ja selbst überwiesen. Also hier gibt es keine Möglichkeit, das Ganze nochmal hinterher zu stornieren. Habt ihr auf den Übertragen-Button gedrückt und die Transaktion ist abgeschlossen, dann ist sie abgeschlossen. Und ihr könnt diese Transaktion in keinem Fall mehr rückgängig machen. Und Sie können da direkt die Summe von Bitcoin kaufen. Ja. Und das in Ihre Wallet-Adresse einsetzen. Ja. Was war denn das? Was quietscht denn da so? Es piept gar nicht. Hat gerade gepiept in der Leitung. Nein. Hier schon. Haben Sie... Sehen Sie, da hat es wieder gepiept. Hallo? Ja, hallo? Ja. Was denn du? Gar nicht. Sind Sie in Google? Haben Sie MoonPay? Ich war so am Warten. Ich dachte, Sie öffnen MoonPay. Ach so, ja, dann muss ich... Also das ist so eine Seite, oder wie? Ja, schreib in Google MoonPay. Ja, Moment. Wie schreibt man das? M wie Mona, O wie Oliven. O wie Oliven Ernan, N wie natürlich, T wie Peter, A wie Anton und Y.com. Ja, jetzt ist hier so eine aprikofarbene Seite, ja? Ja, super. Dann müssen Sie bei Crypto oder Bitcoin bei Kryptowährung drücken. Ach ja, hier mit Bitcoin, ja? Ja. Ja. Kryptowährungen. Ja. Und da unten, was muss da unten rein jetzt für eine Zahl? Also, Sie haben das gedrückt. Und was sehen Sie jetzt? Na, jetzt muss ich hier was eingeben, irgendwas mit einer Summe. Ja, schreib eine Summe, die Sie möchten. Ja, dann probiere ich erstmal mit einem Zehner. Okay. Ja, und dann? Gehen Sie weiter jetzt? Ja. Okay, was sind Sie jetzt? Ich brauche eine E-Mail-Adresse. Okay, schreib Ihre E-Mail-Adresse. Mhm. Und Sie werden dann direkt dann einen Code bekommen da. Und Sie müssen dieses Code dann reinfügen. So, ich habe den Dings da jetzt gedrückt. Okay, was sind Sie jetzt? Jetzt soll ich da irgend so eine Zahl eingeben. Die ist jetzt da in E-Mail oder was? Ja, das ist in Ihrer E-Mail. Da ist noch nichts. Okay.
Aber hier gibt's auch einen Fehler. Da steht irgendwas mit einer Wallet-Adresse. Ja, eine Wallet-Adresse ist eine Adresse sowie ein Portfolio, die Sie benutzen werden, um Transaktionen zu machen. Ich kann dir die Wallet-Adresse geben. Also, ist das denn meine oder wie? Ja, es ist in Ihrem Namen dann. Es ist direkt eingefügt in Ihre Plattform. Ja, und genau das ist nichts anderes als vollkommen ausgedachter Blödsinn. Die Wallet-Adresse gehört hier dem Betrugsunternehmen oder wenn man es Unternehmen überhaupt nennen kann. Das Problem ist, ihr überweist hier nicht das Geld direkt an euch, sondern ja auf ein Konto von Fremden. Und das ohne Beleg, ohne Beweis. Das Geld ist dann einfach weg. Da nützt es auch nichts, wenn Moonpay das Ganze noch irgendwie rekonstruieren kann. Ja, auf einem Krypto-Wallet ist einfach nicht mehr nachvollziehbar, wem das nachher am Ende dann auch gehört. Mit denen wir dann arbeiten werden. Ah, okay, ja. Und wie kriege ich die komische Nummer? Ich kann dir das sagen. Ja. 3. Ja. Ein großes M, wie Mona. Ja. 15. Ja. W. Was ist das? Großes V. Ein großes V, ja. Hm. Ein kleines M. Ja. Ein großes D. Ja. Ein großes W. Wie ja. Veronica. Ja. Ein großes A. Ja. Ein großes C. Ja. Ein großes V. Ja. Ein großes Q. Ja. Ein großes K. Ja. Ein kleines W. Ja. Eine 1. Ja. T. Ein was? T, P wie Patrick. Ja. Kleines C. Ja. Ein kleines A. Ja. Ein großes J. Ja. Ein kleines U wie Uwe. Hm. Eine 6. Ja. 5. Ja. R wie rot. Ja. Klein geschrieben. Ja. Eine 2. Hm. Ein kleines U. Ja. Ein großes H. Hm. Ein großes S wie Siegfried. Ja. Ein großes E wie England. Ja. Ein kleines K. Ja. Ein großes W. Ja. Ein großes A. Ja. N in klein geschrieben. Ja. M erneut in klein geschrieben. Ja. Ein großes R. Ja. 9. Eine 9? Ja, und eine 4, Amanda. Und eine 4. Ja, können Sie mir das lesen noch einmal? Nee. Nee? Nee. Okay, nur für Sicherheit. Weil es wird dann automatisch in Ihre Plattform eingesetzt. Und wenn Sie vielleicht einen Buchstaben falsch geschrieben haben? Nee, da habe ich keinen Buchstaben falsch geschrieben. Okay. Und nun? Dann drück weiter. Ach so. Ah ja, jetzt kriege ich eine E-Mail. Nein, wir kriegen keine E-Mail jetzt. Da sagt, ich kriege eine E-Mail mit einem Zahlencode. Aber Sie haben schon den E-Mail bekommen. Nee. Wenn Sie die Wallet dann da schreiben, dann kriegen Sie automatisch Seite, wo Sie dann Ihre Dateien schreiben können. Ja. Sie haben den Code, den Sie bei Ihrer E-Mail bekommen haben, geschrieben. Nee. Ja, schreib den Code. Sie haben schon einen Code bei Ihrer E-Mail bekommen. Ach so, dann gehe ich da mal gucken.
Und nun? Haben Sie den Code geschrieben? Welchen? Die Sie per E-Mail bekommen haben. Ach so, nee, da habe ich dich doch nur verarscht, um deine Zeit zu verplempern, weil du die Leute bescheißen willst. Ich will das machen. Ja. Nein. Doch, ihr seid Betrüger. Nein. Doch. Ich denke, Sie verwechseln mich mit jemand anderen. Nee, da verwechsel ich dich nicht. Nein. Ich biete dir eine tolle Möglichkeit, um dich weiterzuhelfen und Ihr wollt nur meine Kohle, mehr nicht. Ich bin ja nicht blöd. Ich zahle doch da nicht Geld bei euch ein. Aber wieso denken Sie denn so? Ja, na, weil ihr Kakerlaken seid, die die Leute ausrauben. Wow, das ist sehr falsch von Ihnen, das zu behaupten. Nee, das ist richtig. Wieso beleidigen Sie mich denn? Ich kenne Sie nicht, Sie kennen mich nicht, Sie wissen nicht, wer ich bin. Doch, Sie sind eine Betrügerin. Das ist sehr falsch von Ihnen, nein, das zu behaupten. Nein, ganz schön doll richtig. Wissen Sie, dass ich kann auch eine Anklage erstatten für falsche Verdächtigung? Ich glaube, du hast einen Hagelschaden in deinem Köpfchen, weil da kannst du keine Anklage machen, weil damit machst du dich ja nur lustig. Vollkommen lächerlich, du machst dich lächerlich. Unser Gespräch ist... Aufgezeichnet, richtig, ganz genau, das habe ich aufgezeichnet und stell das dann auf YouTube, damit alle anderen auch hören, dass ihr die Leute bescheißt. Da werde ich euren Firmennamen breittreten und das allen erzählen, wie eure Firma heißt, damit keiner mehr bei euch einkauft. Aber meine Firma ist lizenziert. Nee, sie machen nicht. Sie machen gar nicht mit meiner Firma. Doch. Meine Firma hat eine Lizenz. Nee, hat sie nicht. Nein. Hat sie. Nein, ja. Hat sie nicht. Ja, überprüft. Nein. Schau, es ist eine lizenzierte Firma in das London. Ist aber gelogen, das stimmt nicht. Sie mit ihrem YouTube-Kanal Lügner. Ja, warum bescheißt du die Leute? Das ist doch ekelhaft. Machst du gerne so einen Job? Ich bescheiße keine. Doch, du bescheißt die Leute. Nein, doch. Ich gebe Leute, die keine Ahnung haben. Ja, du zum Beispiel. Du hast zum Beispiel gar keine Ahnung von dem, was du da machst. Das ist kriminell. Nein. Doch. Nein. Doch, das ist kriminell. Es ist sehr schade, dass ich so eine Einstellung habe. Nee, das ist die richtige Einstellung. Es tut mir sehr leid. Es tut mir überhaupt nicht leid. Dass Sie Ihre Zeit in dieser Art und Weise nutzen, das ist sehr schade. Nee, das ist überhaupt nicht schade. So fallen wenigstens andere Leute nicht auf eure Scheiße rein. Nein. Doch. Sie können, meinst du, wie viele Leute wir damit schon beschützt haben? Schau, das wird nicht von unserer Firma gemacht. Doch. Sie haben gar keine richtigen Informationen über meine Firma. Doch, habe ich. Ihr seid illegal. Erkundige dich bitte. Google, weil ich denke, Sie können Internet gut nutzen. Mhm. Und dann wieder mit mir. Ja, hast und du schon mal bei Google reingeguckt, was ihr für katastrophale Bewertungen habt? Nein, haben wir gar keine katastrophale Bewertungen. Doch. Überhaupt nicht. Eine ganze Menge sogar. Gar nicht. Doch. Sie haben den falschen Unternehmen genau. Gesucht. Nur die anderen sind böse, aber die Betrüger nicht. Nein, ich rede über keine andere Unternehmen, ich rede nur über meine eigene Unternehmen. Richtig, und da hast du mir doch bewiesen. Ich habe keine andere Unternehmen erwähnt. Ja, aber du hast mir doch bewiesen, dass ihr kriminelle Abzocker und Betrüger seid. Wie habe ich dir das gemacht? Ich habe dir nur Informationen gegeben, es war deine Entscheidung, weiterzugehen oder nicht. Investitionen sind eine Sache, die sie nicht nur sie machen. Ja, die reichsten Leute der Welt machen das. Ja, aber dann nutzen die auch. Ja, dann die nutzen aber auch seriöse Plattformen und ihr seid ja absolut unseriös. Ihr habt ja nicht mal ein Impressum. Wir kennen unsere Plattformen gar nicht. Natürlich kenne ich eure Assi-Plattform. Bitte, schau, erkundige dich erst dann. Hab ich doch. Dann sag falsche Sachen oder nicht richtige Sachen. Schämst du dich eigentlich nicht? Du musst dich erstens erkundigen. Ja, schämst du dich ein bisschen für deinen Job? Firma und dann reden. Ja, habe ich ja, erkundigt. Schämst du dich ein bisschen für deinen Job? Nicht. Doch. Wir haben gar nicht. Ich habe dir eine Frage gestellt. Kriegst du die beantwortet oder schaffst du das nicht? Es ist sehr schade, dass Sie diese Zeit nicht für sich selber genutzt haben, um etwas zu lernen. Es ist ziemlich schade, dass du nichts Vernünftiges in deinem Leben auf die Kette kriegst und die Leute bescheißt am Telefon. Es ist schade, dass Sie so denken. Es ist sehr schade, dass Sie so eine Einstellung haben. Ja. Und das tut mir sehr leid. Ja, und mir tut es sehr leid, dass du so einen scheiß Job machst. Ich
ich wünsche dir dann einen tollen Tag. Ja. Und auch eine tolle Woche. Ekelst du dich manchmal vor dir selbst? Tschüss. Ja, tschüssi, du Betrüger. Ja, also zumindest konnte sie sich ja so halbwegs zusammenreißen und benehmen am Telefon und naja, hat die Sache nicht noch viel schlimmer gemacht, als sie so schon ist. Aber naja, eins hat sie auf jeden Fall bewiesen, dass sie nichts anderes als eine Betrügerin sein kann. Denn alles, was hier in diesem Gespräch so ja, vonstatten ging, war nichts anderes als Augenwischerei, Betrug und unseriös. Seriös war in dem Gespräch ja eigentlich überhaupt nichts. Also überhaupt gar nichts. Die hat ja gar keine Ahnung von dem, was sie da macht, versucht mir aber mein Geld aus der Tasche zu leiern und beschreibt dann noch, dass sie das Ganze seriös findet. Naja, was haltet denn ihr so von der Betrügerin? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Wer möchte, kann auch gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Ihr seht jetzt hier noch eine kleine Auswahl aus einer Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.